Okay, wollt ihr noch eins mit Richard zusammen haben? Ja, ich schickes T-Shirt erstmal. Danke. Ist das ein Unikum oder? Nee, es gab vor einigen Jahren eine Firma, ich glaube, die heißt sogar Dead, müsste ich jetzt im T-Shirt nachgucken. Die haben T-Shirts gemacht mit toten Rockstars, keine Ahnung. Und ich hatte mir, die hatten verschiedene Elvis-Shirts und die habe ich mir damals gekauft. Also Elvis macht sich auf ein Shirt, im Pullover immer gut. Also das tatsächlich ist halt immer gleich sofort cool. Jedes Kleidungsstück, auf dem auch nur Elvis steht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Verballhornung auch seines Namens gab es. Gürtelschnallen und was ich was. Und das ist halt, also bis heute, Elvis ist halt wirklich so eine Lichtgestalt, dass der halt wirklich in allen Bereichen uns immer irgendwie berührt. Also zieht sich privat auch solche T-Shirts an? Das ist mein privates T-Shirt, ja. Das habe ich nicht für heute. Also das war vorhin ein bisschen am Hadern, ob es ein bisschen geschmacklos ist und so. Aber wir befinden uns im 30. Todesjahr nach Elvis Tod und 30. Jahr nach Elvis Tod und nicht Todesjahr. Sodass ich es dann passend fand. Du hast heute den ersten Teil der Elvis-Biografie Last Train to Memphis vorgestellt. Ich habe mich gefragt, wie viele Packungen mussten du morgens durch die 12 CDs Biografie sprechen? Das geht tatsächlich. Also so, das war tatsächlich so, also es ist beim Sprechen tatsächlich so für mich anstrengender als Singen. Dass man dann wirklich nach den ersten 3-4 Tagen, insgesamt hat es 8 Tage, glaube ich, gedauert, 8 oder 9, dass man nach den ersten 4 Tagen, dass ich wirklich morgens aufgewacht bin und nicht sprechen konnte. Und das kam nur von diesen teilweise 6 bis 8 Stunden Lesen. Normal sind 6 Stunden, dann kann die Stimme einfach nicht mehr, da machst du auch Pausen. Ich bin sehr, sehr nett behandelt worden. Auch von dem Toningenieur, in dessen Wohnung wir das aufgenommen haben, der hat uns immer Kaffee gemacht und Tee und Kekse hingestellt und Obst. Fruchtsäure ist auch gut für die Stimme und solche Sachen. Und insofern ging das dann. Sobald ich dann aber gelesen habe, so war das alles ganz gut. Also, wie liest du denn? Also sind die Buchstaben viel größer als in einem normalen Skript oder so? Ein bisschen. Also das Buch ist ja in so einer Hybridform zwischen A5 und A4. Und ich habe von A4 Seiten abgelesen. Das ist also einfach auf A4 vergrößert, also minimal vergrößert. Und und habe dann davon halt abgelesen. Ja. Also wenn jemand da draußen sagt, es klingt abgelesen, ist abgelesen. Das, was du gesprochen hast, sondern auch das Booklet, also das ganze Booklet sehr aufwendig gemacht. Genau. Naja, das ist, also ich meine, das sieht jetzt hier so zum Beispiel so pre-used aus, also wir sind alle total begeistert. Jeder Mensch, der an dem Projekt beteiligt ist, ich bin ja nur ein kleiner Teil davon, ich habe ja nur 8 Tage damit zu tun, der Richard als Schirmherr ist ja auch ist ja eines seiner, für den ist ja Bear Family quasi ein Lebenswerk und das ist ein Teil, das ist wie ein Arm seines Lebenswerks, Elvis immer.
Rüdiger Ladwig, der, ich halte jetzt fast schon eine Dankesrede wie beim Echo oder so. Naja, die haben alles was gemacht. Der Grafiker hat konnte sich komplett austoben. Der hat dann dieses, zum Beispiel wurde es dann innen bedruckt, ja, und dann hat jede einzelne CD von den 12 CDs hat sein eigenes Foto. Das sieht alles so richtig gebraucht aus. Ich meine, wir reden von den Jahren, von den ersten, von den 50er Jahren, in denen es halt, also bis 58, die ersten drei Jahre von Elvis Ruhm und seine Kindheit. Und dementsprechend alt ist dieses erste Booklet gestaltet. Das zweite Booklet ist weniger alt gestaltet, weil da geht es ja dann Ende der 50er, Anfang der 60er los. Und solche Kleinigkeiten sind da drin, die man vielleicht so erst gar nicht bemerkt. Das ist halt total liebevoll gemacht. Es gibt ein Booklet halt mit Fotos, vielen Fotos von den ganzen Personen, die vorkommen. Zum Teil zumindest viele unveröffentlichte Sachen, auch sehr seltsame Privatfotos und so. Echt, also es ist wirklich, passt dann letztendlich jede Elvis-Sammlung und ist so ein kleines... So ein Kleinod, Großod, mit dem man sich beschäftigen kann. Ich bin ja selber auch so ein haptischer Typ. Ich kaufe nach wie vor CDs und kaufe mir auch öfter noch Vinylplatten, und weil ich das einfach wirklich toll finde. Die Biografie von Peter Goreine gilt ja als Glanzleistung. Er hat 10 Jahre daran gearbeitet. Teilst du die Meinung der Kritiker? Glaubst du auch, dass es was Wertvolles ist? Es ist auf jeden Fall wertvoll, weil es ist wirklich, glaube ich, denke mal, der respektvollste Umgang mit einer Person, mit einer Geschichtsperson, die ich so vorstellbar finde. Also ich habe natürlich nicht alle Biografien dieser Welt gelesen. Ich habe einiges gelesen und vieles war sehr gut, einiges war manches hat Sachen in mir bewegt. Die Biografie der Ramones sei zum Beispiel genannt als Beispiel. Die hat Jan, Farin Urlaub und mich sehr bewegt und hat uns bestätigt in unserem Wunsch, Musik zu machen. Gleichzeitig ist diese Biografie aber so auf glatt gebügelt. Alle Streitigkeiten, die es innerhalb dieser Band gab, finden einfach gar nicht statt. In diesem Buch von Peter Goralnik ist tatsächlich so, es ist so detailliert, dass man sich sein eigenes Bild bilden kann. Es ist einfach, also es wird uns nie eine Meinung aufgezwungen und wir werden nie gelenkt, wir werden nicht, es gibt keine Wertung des Geschehenen und es gibt minimal, ich glaube auf den ersten 600 Seiten, die ich gelesen habe, gibt es 3-4 Mutmaßungen über Situationen, die er nicht ganz recherchieren konnte. Wer mutmaßt, wie sie aber zu 98% oder zu 80% auf jeden Fall so stattgefunden haben müssen. Ansonsten ist alles, bildet man sich komplett ein eigenes Bild, also durch Zeitzeugen, die interviewt wurden oder Interviews, die Peter Goralnik ausgegraben hat, auch mit Elvis' Mutter zum Beispiel, und die werden dann einfach zitiert und man stellt diese Zitate gegenüber, man stellt die Beschreibung der Orte daneben und hat plötzlich eine Situation, und so entsteht dann dieser Eindruck, als wäre man mittendrin. Als wäre man bei dem Geschehen dabei. Das ist am Anfang tatsächlich schwierig. Ich denke mal, es mag beim Hören auch vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt sein, dass man so viele Details hört und was, und da hängt jetzt ein Kronleuchter, was interessiert mich das? Aber tatsächlich ist das genau das, was den Wert dieser Biografie ausmacht und was dich dann irgendwann reinzieht in diese Welt und wo du dann sagst, okay, also aus dieser Welt heraus ist das größte Musikphänomen entstanden, zumindest, dass wir alle noch halbwegs miterlebt haben.